Volumenberechnung von einer dreiseitigen Pyramide gehört in der Vektorgeometrie zu den hässlichen Aufgaben. Hässlich im Sinne von sehr lang. Ausnahme, wenn Sie das Volumen der dreiseitigen Pyramide übers Kreuzprodukt verwenden dürfen, also siehe nächstes Kapitel, dann geht's. Aber ohne Kreuzprodukt ist es, naja, eben nicht so schön. Worum geht's? Eine dreiseitige Pyramide, Sie werden es nicht glauben, hat als Grundfläche ein Dreieck. Es könnte also sein, dass die Grundseite zum Beispiel A, B, C heißt. Die Spitze liegt irgendwo und heißt meistens entweder S oder D. Nennen wir sie mal D. Wie gehe ich vor? Das Volumen einer Pyramide berechne ich über ein Drittel mal Grundfläche mal Höhe, also H von der Pyramide. Das heißt, fangen wir so an. Die Höhe der Pyramide ist der Abstand von der Spitze von D zur Grundfläche, zur Ebene ABC. Das heißt, ich stelle eine Ebenengleichung auf durch die Punkte ABC, mache nachher den Abstand von dieser Ebene zum Punkt D. Abstand Punkt Ebene geht über Hesse-Normalform, also muss ich von dieser Ebenengleichung auch die Hesse-Normalform haben. Bedeutet, ich brauche die Ebene entweder in Koordinatengleichung oder in normalen Gleichung. Wenn ich die Ebene habe, eben in Koordinatengleichung oder normalen Gleichung, dann kann ich über die Hesse-Normalform den Abstand schon schnell bestimmen. Aber ich brauche erst die Ebene. Wenn ich das habe, dann brauche ich die Grundfläche. Die Grundfläche von der Pyramide ist in dieser Zeichnung das Dreieck ABC. Wie bestimme ich die Fläche von diesem Dreieck? Die Fläche von einem Dreieck bestimmt man über ein halb Grundlinie mal Höhe. Die Grundlinie könnte AB sein. Das heißt, das wäre meine Grundlinie vom Dreieck. Und die Höhe vom Dreieck ist der Abstand vom Punkt C zur geraden AB. Das heißt, die Höhe im Dreieck ist der Abstand von Punkt C zur geraden durch A und B. Also, die Grundlinie ist einfach, weil Abstand Punkt Punkt, Abstand von A zu B, sollte Sie nicht überfordern. Die Höhe ist der Abstand vom Punkt zur geraden. Das heißt, Abstand Punkt Gerade, entweder über Lotebene oder Skalarprodukt oder wie auch immer Sie es machen. Und dann habe ich es. Also, zusammengefasst, im Volumen einer dreiseitigen Pyramide haben Sie alle drei Abstände drin. Sie haben den Abstand Punkt Ebene drin, Sie haben den Abstand Punkt Punkt drin und Sie haben den Abstand Punkt Gerade drin. Das heißt, aus Lehrersicht eignet sich so eine Aufgabe hervorragend, weil als Lehrersicht, ich kann Ihnen sagen, berechnen Sie das Volumen einer dreiseitigen Pyramide und Sie haben alle Abstände drin. Das heißt, ich kann mit einer Aufgabe Sie zwingen, alle drei Abstandsberechnungen zu machen. Allerdings, wie gesagt, die Rechnung ist etwas umständlich, etwas lang. Sie werden sie also in Prüfungen und in Klassenarbeiten selten sehen. Man sieht sie. Sie kommen schon vor, aber sie sind nicht so häufig. Also bringen Sie Geduld mit und ein bisschen Zeit und dann machen wir ein paar Aufgaben dazu.